Moin Moin, hier ist der F. Und Katharina. Es ist der 17.08.2023, 5.50 Uhr früh und wir sind unterwegs zum Parkplatz Hammerstiel. Und wenn euch der Name bekannt vorkommt, von dort aus startet man Touren rund um den Watzmann. Und genau das haben wir heute vor. Es geht auf den kleinen Watzmann, auch Watzmannfrau genannt. So klein ist der Berg aber gar nicht. Immerhin 2307 Meter hoch. Und wir steigen auf über den Nordgrat. Das ist eine leichte Kletterei im zweiten Schwierigkeitsgrad. Und das Ganze ist mit Sicherheit mit einigen schönen Tiefblicken garniert. Es geht nämlich direkt am Abgrund entlang. Lasst euch überraschen. Die Tour ist etwa 17 Kilometer lang und 1600 Höhenmeter warten auf uns. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Aussichtspunkt, damit sogar noch ein bisschen mehr. Das entscheiden wir aber dann, wenn es soweit ist. Das ist dann erst beim Abstieg. Für heute ist übrigens sonniges Wetter vorhergesagt. Und da ist auch schon der Parkplatz. Gebührenpflichtig, aber ein guter Ausgangspunkt. Insofern gesehen ist das in Ordnung. 6 Uhr früh, es geht los zum großen Abenteuer. Mit Blick auf den Hochkalter. Das ist dieses Bergmassiv hier. Ja, und den haben wir erst vor 3 Tagen gemacht. Erste Etappe ist die Kyrhäundalm auf 1420 Meter. Bis dahin gibt es einen gut ausgebauten Fahrweg. Worauf schaust du denn da? Oh, von hier aus sehen wir schon unser heutiges Tagesziel. Das ist der kleine Watzmann und der Grat, auf den wir da schauen, auf dem geht's nach oben. Direkt vor uns auf 1050 Meter Höhe ist die Schappbachalm. Und die ist auch bewirtschaftet. Von hier aus kann man auch gut unser heutiges Ziel sehen. Der sieht ziemlich abweisend aus, der Kandidat da oben. Seit wann sehen die Berge nett aus? Ich sag nur eins, sie hat geplant. Schöne Kombination. Rechts das Hocheck. Wenn man genau hinschaut, sieht man rechts sogar das Watzmannhaus und links der kleine Watzmann. Kyrhäundalm, 45 Minuten. Ihr habt's gut, für euch geht es deutlich schneller. Geht gleich wieder runter vom großen Weg. 30 Minuten noch. Uhr, wir sind auf 1420 Meter an der Kyrhäundalm. Ist jetzt nur ein kurzer Abstecher, weil wir müssen nämlich in die andere Richtung weiter. Die Alm. Richtung Watzmannhaus über Fallssteig. Von hier aus sieht man auch unseren Wegverlauf. Ich versuche das mal einzublenden, so gut wie es geht. Sind wir auch nicht mehr allzu weit weg vom Einstieg zum Nordgrat. Man kann so ein bisschen erahnen, wo es hochgeht. Zuerst diese bewaldete Schulter. Ja, und dann sieht es abenteuerlich aus.
Hier ist sogar noch mal eine Quelle. Das ist praktisch zum Auffüllen der Vorräte. Erstmal die körpereigenen Vorräte. Keine 200 Meter von der Quelle weg ist für uns jetzt der Einstieg in den Nordgrat. Kurzer Blick zurück. In der letzten Kurve geht's laut Kartenmaterial hier den Hang hoch. Da ist aber alles verwildert. Deswegen sind wir noch ein Stückchen den Pfalzsteig weitergegangen und haben festgestellt, dass dort der richtige Abzweiger zum Nordgrat ist. Genau da, wo Katharina steht, jetzt links ab. Das sieht schon deutlich besser aus. In den Nordgrat kann man entweder von unten einsteigen, so wie wir gerade, oder von etwas weiter oben. So viel vorab, vom unteren Einstieg raten wir dringend ab. Er ist nicht markiert, teilweise verwildert, es gibt kaum Fahrtspuren, der GPS-Track vom Kartenmaterial ist ungenau und in diesem Gelände sowieso fast nutzlos. Wer den Weg nicht genau kennt, wird ohne Verhauer wohl nicht durchkommen. Zudem sind viele Stellen äußerst steil und unangenehm. Wer hier den Halt verliert, fällt sehr tief. Und selbst für ortskundige und versierte Bergsteiger dürfte wohl gelten, ein Spaß ist das eher nicht. Wir haben den Weg zwar gefunden, haben aber aus Sicherheitsgründen abgebrochen, sind zurück zur Alm und von dort zum oberen Einstieg. Auf dem Abstieg begegneten wir am unteren Einstieg einem Bergsteiger, der ebenfalls den unteren Nordgrat gehen wollte. Er schaffte es zwar, Respekt, doch obwohl wir durch den Rückweg 2 Kilometer länger hatten, trafen wir uns zeitgleich am Einstieg vom oberen Nordgrat wieder. Er verriet uns dann, dass auch er den Weg äußerst unangenehm fand. Es klang jedenfalls nicht so, als würde er diesen Weg wieder wählen wollen. Passt. Das Kartenmaterial wollte uns da hochjagen. Gemüse. Unser Kartenmaterial passt leider gar nicht so richtig. Wir sind ein bisschen weg vom Kurs. Hier geht es jetzt einen ganz unscheinbaren Pfad links ab. Damit kommen wir wieder in die richtige Richtung. Oh, Katharina hat es gefunden. Fein. Ja, wir müssen ja, man sieht es hier rechts, wir wollen nicht unterhalb der Felswand entlang gehen. Wir wollen rauf. Passt aber so, weil wenn man mal nach unten schaut, da wollte uns das Kartenmaterial entlang schicken. Da ist aber definitiv nichts. Wenn man geradeaus weitergeht, kommt hier so eine kleine Felsstufe. Da haben es wohl auch schon ein paar probiert. Da geht es aber nicht entlang, sondern wir müssen hier rechts abbiegen. Da sind auch deutliche Pfadspuren. Okay, hier nehme ich mal die Kamera aus der Hand. So, jetzt bin ich bei Katharina. Da geht's jetzt hoch. Man kann an der Kyreuntalm auch den Weg links vom Pfalzsteig nehmen. Da kommt man etwas höher raus am Nordgrat. Dann erspart man sich das Gemüse hier.
Links oder rechts? Gute Frage. Kurzer Rückblick. Von da unten sind wir gekommen. Sind wir unten entlang gequert an der Kante. Und dann sieht man, wie der Pfad hier scheinbar weiterführt am Hang. Das ist aber falsch. Es geht nach oben. Und zwar genau da, wo ich jetzt stehe. Und nicht etwa, ich gehe nochmal zurück. Rechts von mir, direkt am Fels entlang, geht auch nochmal ein Pfad hoch. Der ist aber ein bisschen arg heftig. Direkt voraus, nach oben, sieht es etwas besser aus. Und da gehen wir jetzt lang. Direkt voraus geht's nicht. Schauen wir hier weiter. Um Zeit zu sparen, teilten wir uns an dieser Stelle auf, um den Weg zu erkunden. Wie sich nach kurzer Zeit herausstellte, hatte ich das Richtige losgezogen. So, ich kletter jetzt mal runter zum Erkunden. Besser als gedacht. Also hier sind auf jeden Fall Spuren. Hier geht's weiter. So. Es sieht ganz gut aus. Also es sind schon deutliche Spuren. Wir empfanden den Weg bis hierher schon als äußerst unangenehm und teilweise recht heikel. Obwohl ab hier deutlichere Pfadspuren den Weg wiesen, beschlossen wir, umzukehren und über die Kyrröntalm zum oberen Einstieg zu gehen. Wie ihr seht, sind wir wieder zurück an der Quelle. Wir haben das Ganze abgebrochen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe zwar den Weg gefunden, allerdings war der sehr abenteuerlich. Spaß sieht anders aus. Und da haben wir uns gedacht, okay, es gibt ja noch den zweiten Einstieg und den versuchen wir jetzt. Das heißt, wir gehen zurück zur Kyrröntalm und nehmen dann den anderen Weg, der oberhalb vom Pfalzsteig verläuft. Also erstmal zurück zur Alm. Wir sind jetzt wieder an der Alm und wir können vorher schon rüber wechseln zu dem hoffentlich richtigen Weg. Das ist da, wo das Absperrband zu erkennen ist. Und dann geht es da nach oben. Auf ein neues. Aushängen kann man denn nicht. Jetzt heißt es vorsichtig. Oh, da ist Saft drauf. Da ist Saft drauf. Ich habe Schlag gekriegt. Sarah hat jetzt nur einen Haken. Wir haben natürlich ziemlich viel Zeit und Kraft verschwendet. Ob wir es jetzt komplett durchziehen, schauen wir mal. Wir gucken jetzt erstmal, bis wir an den Einstieg vom Nordgrat kommen und dann sehen wir weiter. Das ist zwar hier auch nur ein kleiner Weg, aber es ist ein Weg. Purer Luxus im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten. Also wenn der andere Weg so gut gewesen wäre, wären wir schon oben. Wahrscheinlich, ja. Echt schade. Na, noch so etwa 500 Meter
dann kommen wir auf den eigentlichen Nordgrat. Wir sind jetzt kurz vor dem Nordgrat. So, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir auf dem Nordgrat. Und so sieht es hier aus. Also das hier kann man getrost als Weg bezeichnen und nicht Dschungelkampf. 11.30 Uhr, wir sind auf knapp 800 Meter Höhe und direkt vor uns ist die Schlüsselstelle der Gendarme. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das ist er jetzt. Wie ihr sehen könnt, geht es hier brutal steil nach unten. Und das ist auch die Schwierigkeit am Gendarm. Na dann los, den Gendarm schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Der Weg führt jetzt immer näher an den Abgrund, wie ihr sehen könnt. Einen Schritt daneben landet man unten und da ist er, der Gendarme. Also rechts vorbei geht es eh nicht. Irgendwo so mittig am besten. Also in die Richtung schaut es auch nicht gerade schön aus. Es braucht schon ein bisschen Mut, das Ding. Ja, das habe ich schon gesehen. So, im Moment fühle ich mich sogar halbwegs wohl, weil ich noch nicht runterschauen kann. Alles in Ordnung im Moment noch. Ja, aber jetzt kann auch. Scheiße. Jetzt kann ich aber runterschauen. No. Mach ich nicht. Das war's. Das mache ich nicht. Ich bin nicht lebensmüde. Ich mache ja viel, aber das nicht. Da ich mit meiner Höhenangst möglicherweise überreagiert hatte, versuchte sich danach auch Katharina am Gendarm. Zu ausgesetzt, zu heftig, angeblich nur ein Zweier. Ganz ehrlich, wir sind ja schon Dreier und Vierer sei freigegangen. Den Zweier gehe ich nicht. Und damit ist die Überschreitung des kleinen Watzmann hiermit erledigt. Die wird nicht stattfinden, das ist uns zu heikel. Außerdem waren wir durch den Umweg viel später dran als geplant und für den späten Nachmittag war Regen vorhergesagt. Die Wolken am Hocheck waren bereits ein Vorbote.
Insofern wäre es so oder so sehr gewagt gewesen, weiterzumachen. Der andere Bergsteiger, der sich so tapfer durch den unteren Nordgrat gekämpft hatte, war übrigens auch schon abgestiegen. Wir steigen jetzt erstmal ein Stückchen wieder ab, bis wir eine schöne Pausenstelle finden. Und dann erzählen wir euch, wie es weitergeht. Es ist 13 Uhr und vielleicht könnt ihr es im Hintergrund sehen. Wir sind fast wieder bei der Kyrointalm, sind also sicher wieder abgestiegen. Und jetzt machen wir erstmal Pause. Damit das Video aber nicht ganz umsonst ist, werden wir jetzt dann doch noch unseren Bonus machen, den ich schon ganz am Anfang vom Video angekündigt hatte. Wir werden jetzt noch zur Eichenkanzel gehen. Das ist ein Aussichtspunkt, auf dem man auch einen wunderbaren Ausblick auf den Königssee hat. Sehen wir jetzt die Loser? Ich glaube nicht. Loser wären wir, wenn wir abgestürzt wären oder ohne fremde Hilfe nicht mehr weitergekommen wären. Auch wieder wahr. Also gut. Ein Blick zurück. Den Watzmann sieht man schon gar nicht mehr. Der ist komplett in Wolken versunken. Und der kleine Watzmann, der kommt jetzt auch schon in die Wolken rein. Wir gehen jetzt erstmal an der Kyra und allem vorbei. Richtung Ausblick. Später kommen wir dann wieder hierher zurück. Genau dahin. Eichenkanzel 30 Minuten. Hier ist jetzt die Abzweigung nach St. Bartholomä über den Ringhändelsteig. Das wäre hier rüber. Wir gehen weiter geradeaus. Ja, leider, ihr habt es gesehen, schlechte Sicht, ziemlich diesig, aber immerhin, ein bisschen was hat man mitnehmen können, ist schon ein fantastischer Ausblick dort. Und jetzt geht's wieder zurück. Und wieder zurück. Ab hier geht es jetzt denselben Weg wieder zurück, den wir aufgestiegen sind. Und deswegen sagen wir es danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao! Tschüss!